Gott, so spät schon. Ey, Leila, mach schon, du lahme Ente. Weißt du, wie spät es ist? Du schaffst es nie, pünktlich zu sein. Papa, bitte. Ich weiß, aber kannst du mir bitte eine Entschuldigung für die Verspätung schreiben? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Warte nur, ich komme gleich zu dir ins Zimmer und dann werde ich es dir schon zeigen. Oh Mann, ich komme voll zu spät. Hoffentlich ruft Frau Meier heute nicht wieder bei Papa an. Entschuldigung, ich habe verschlafen. Leider, das ist immer die gleiche Entschuldigung. Das ist jetzt schon das 4. Mal diese Woche. Ich werde heute wohl mal bei dir zu Hause anrufen müssen. Nein, bitte nicht. Dann setze ich erstmal hin und ziehe deine Jacke aus. Jetzt, da alle da sind, kann ich ja auch endlich den Erdkundetest zurückgeben. Ich bin zufrieden mit der ganzen Klasse, aber du, Leila, hast wohl nicht richtig gelernt. Auch das werde ich in meinem Telefonat erwähnen. Komm, spiel doch mit. Nein, ich mag nicht. Geht's dir gut oder warum bist du denn so traurig? Hast du eine schlechte Note in der Arbeit? Ist doch nicht so schlimm, ist uns auch schon mal passiert. Nein, es ist viel schlimmer, als ihr denkt. Aber ich kann nicht darüber sprechen, sonst passiert etwas Schlimmes. Jetzt habe ich eigentlich schon viel zu viel erzählt. Oh je, was ist denn da bloß los bei Leila? Vielleicht ist sie deshalb ja in letzter Zeit immer so ängstlich und zickig. Kann sein, da ist was zu Hause verkehrt. Ja, bestimmt hast du recht. Nach der Schule auf dem Weg nach Hause trödelt sie auch immer so, als ob sie gar nicht ankommen möchte. Wir gehen der Sache auf den Grund. Tschüss, Leila. Ich habe einen Anruf von deiner Lehrerin bekommen. Komm bloß her. Wir regeln das jetzt auf meine Art. Papa, warte. Los, geh schon mal in dein Zimmer. Ich komme gleich hinterher.
Nein, Papa. Au! Mein Gott, wir müssen Nein, Papa. Holen. Das ist gegen die Kinderrechte. Das ist Gewalt. Gegen sie wurde eine Anzeige erstattet. Sie müssen mit aufs Revier.